Tja, Shalom, meine lieben Geschwister. Ich habe mal so ein bisschen nachgedacht und es ist wirklich so, dass es nichts Schwierigeres auf dieser Welt gibt, als Christ zu sein. Ich habe auch schon Geschwister erlebt, die das nicht so sehen. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, dass ich auch viele weltliche Dinge in ihrem Leben sehe, die man als Christ eigentlich nicht mehr tun sollte. Natürlich, wenn ich den etwas breiteren Weg gehe, dann ist es natürlich nicht mehr so schwierig, Christ zu sein. Aber wenn wir versuchen, den schmalen Weg zu gehen, meine lieben Geschwister, dann ist das das Schwierigste, das es gibt auf der ganzen Welt. Ich merke das immer und immer wieder, was auch immer ich in meinem Leben erlebt habe, ja, Dinge, die wirklich furchtbar gewesen sind. Aber trotzdem ist es noch lange nicht so schlimm gewesen, wie wenn man den Herrn eine ganze Woche mal nicht mehr spürt. Ja. Wenn man einfach merkt, der Herr ist nicht mehr da, weil man ihm selbst den Rücken zugekehrt hat, ja, wenn man das so sagt. Und es gibt einfach nichts Schlimmeres, habe ich gemerkt. Das ist so furchtbar. Nichts macht mehr Freude. Nichts macht mehr Spaß. Wirklich gar nichts, wenn der Geist betrübt ist. Manche Geschwister machen wirklich eine schwierige Zeit durch. Schwierig ist es immer, wenn eine Trennung bevorsteht. Der eine Bruder oder die Schwester wurde von ihrem Partner verlassen. Man hat vielleicht sein Haus verloren, Kind, ja, oder bestimmte Menschen. Oder vielleicht auch ein Hund, ja, es kann auch ein Hund sein. Also Tiere, die man sehr doll lieb gehabt hat. Oder Arbeit. Bestimmte Gegenstände, an denen man sehr hing. Manchmal, meine lieben Geschwister, das sagte mir erst gestern ein ganz lieber Bruder, wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge, die wir mögen, die wir lieb haben, nicht zum Götzen machen. Oftmals tun wir dies aber unbewusst. Vielleicht lieben wir unsere Kinder, unseren Partner oder auch unseren Job, ja, so sehr, dass wir aus ihnen Götzen machen. Dass wir sie an erster Stelle stellen und Jesus gar nicht mehr so Platz 1 in unserem Herzen ist. Ja. Dann können wir uns auf den Kopf stellen und drehen, aber wir werden nicht glücklich sein. Wir werden nicht glücklich werden. Nichts kann uns so erfüllen, so glücklich machen wie Jesus. Leider erkennen wir diese traurige Wahrheit erst immer dann, wenn schon vieles kaputt gegangen ist. Manchmal müssen wir dann uns aufgeben. Und dann denkt man sich, wie soll ich jetzt leben ohne meine Frau oder ohne meinen Mann, ja, ohne meine Kinder und so weiter und so fort. Wisst ihr, meine lieben Geschwister, egal was wir im Leben für einen Kummer und egal was wir für Sorgen haben, ich habe für mich gelernt oder bin gerade dabei, für mich zu lernen, zu versuchen, alles dankbar aus Gottes Hand anzunehmen. Sei es Krankheit, Verlust, ja, natürlich auch Freude, ja. Aber gerade auch die Dinge, die traurig machen, die verletzen, ja, ist einfach dankbar aus Gottes Hand anzunehmen. Denn alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja, aber ich lebe so neben der Spur. Ich liebe Gott gar nicht wirklich. Meine lieben Geschwister, das ist ein Gefühl, das überkommt uns alle mal, ja. In solchen Momenten ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dann einfach gehorsam sind. Dass wir einfach zum Wort Gottes greifen und lesen. Sei es auch nur ein Kapitel. Und wenn wir keine Kraft haben zum Lesen, meine lieben Geschwister, dass wir dann einfach die Hörbibel einschalten. Ja. Dies kann man ganz leicht auf YouTube machen. Und auch wenn man denkt, es bringt nichts, aber ein Bruder hat zu mir vor kurzem etwas gesagt, das mir auch hängen geblieben ist. Auch wenn wir uns nicht konzentrieren können auf das Wort, ja, wenn wir zum Beispiel jetzt die Hörbibel hören, ja, und denken, dass es nicht fruchtet, aber einfach einschalten. Einfach einschalten, und denn in diesem Wort steckt Kraft drin, meine lieben Geschwister. Und das ist gut, meine lieben Geschwister, dass der Herr andere Gedanken hat als wir. Ja. Das heißt, er hat ganz große Gnade mit uns. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende,
so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Christus, Christus, Christus. Meine lieben Geschwister, solange unsere Augen hier auf sind, ist es noch nicht zu spät. Wir können umkehren, wir können Buße tun. Und wenn wir auch keine Liebe zu unserem Herrn Jesus spüren, ja, weil unser Herz so kalt ist, so verstockt ist, dann lasst uns einfach gehorsam sein. Die Freiheit, die wir suchen, weil wir in dieser Gefangenschaft oftmals leben, sündige Gedanken zu haben oder auch, dass aus unserem Mund Schlechtes kommt, ja. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass wir in Gefangenschaft leben, meine lieben Geschwister. Der Sohn macht frei. Erwarte nicht von dir, dass jetzt gleich wieder alles gut ist, dass du von 0 auf 100 wieder voll der Superchrist sein kannst. Gehe kleine Schritte, und dann wirst du auch ans Ziel kommen. Das ist wie mit einem Sportler, meine lieben Geschwister. Wenn sich ein Sportler auf irgendwelche Weltmeisterschaften vorbereitet, ist das ein hartes Training. Und er geht kleine Schritte, damit er auch an diesem einen Tag hundertprozentig vorbereitet ist. Manchmal, meine lieben Geschwister, müssen wir uns von Dingen in unserem Leben verabschieden. Ja. Sei es vielleicht bei manchen leider der Partner. Ja, das heißt nicht, dass du dich jetzt scheiden lassen sollst, aber manchmal möchte der Partner sich einfach trennen. Ja. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr dann auch Kinder habt, sind die Kinder vielleicht auch weg. Ja. Vielleicht verliert ihr das Haus, vielleicht auch euren Job, aber wisst ihr, meine lieben Geschwister, das sieht auf den ersten Blick nur so aus, als würdet ihr etwas verlieren. Es sieht nur so aus. In Wahrheit hat der Herr etwas von euch getrennt, das euch sonst vielleicht in Zukunft von ihm getrennt hätte. Und der Herr will seine Schafe am Ende des Tages alle im Stall haben. Und deshalb sollten wir auch lernen, meine lieben Geschwister, dass wir auch die für uns im ersten Augenblick vielleicht traurigen Verluste mit Kusshand, dankbar aus der Hand des lebendigen Gottes annehmen. Er hält seine Hand über uns jeden Tag, 24 Stunden, meine lieben Geschwister. Das ist auch alles eine Prüfung. Deshalb lasst uns nicht zerbrechen an diesen ganzen Sachen, sondern bitte lasst uns immer daran denken, dass wir eines Tages im Reich der Himmel sein werden. Und wenn wir so weit im Glauben sind, dass uns schlecht wird von dieser Welt, und dass wir uns wirklich danach sehen, hier die Augen zumachen zu dürfen, dass wir uns freuen auf diesen Tag, an dem die Zeit hier abgelaufen ist für uns, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Meine wunderbaren und heiligen, von Gott geliebten Geschwister, ich hab euch lieb. Shalom.